Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meine Karriere. Heute machen wir ein Match gegen Finn Balor. Wir haben vor 2 Folgen gegen ihn verloren. Sehr eindeutig, via coup de grâce. Und heute wollen wir es natürlich wieder ändern. Wir wollen dieses Match gewinnen. Wir wollen quasi eine kleine Revanche gegen ihn starten. Und ich hoffe, uns gelingt diese Revanche. Das wäre natürlich ganz gut, wenn wir gegen Finn Balor gewinnen. Aber irgendwann wird es langweilig, wenn wir dauernd bei NXT dauernd immer gegen die gleichen antreten. Deshalb muss, glaube ich, bald der Main Roster ran Zeit. Weil wir wollen auch nicht ewig bei NXT bleiben. Vielleicht kommt doch Triple H auf uns zu und sagt: Komm, du kommst ins Main Roster. Du bist einfach der Beste. Keine Ahnung. So. Das bin ich. Mit dem geilsten Entrance aller Zeiten. Natürlich. Ganz klar, ganz klar. Ich verstehe nur nicht, warum der Entrance nicht so auf den Champ auch so übertragen wird. Finde ich ein bisschen schade. Jetzt sehen wir auf jeden Fall den Champ. So. Okay, da sehen wir noch Finn Balor. Okay. Und das. Eigentlich wäre es geil, wenn wir gegen Finn Balor haben, weil Demon versus anderen Demon wäre schon geil. Das wäre echt nice. So. Oh Gott. Und jetzt. Wo bin? Sehr schön. Und. Konter von Finn Balor. As we watch Finn Balor, und let's get your take on him. The sky's the limit. I see a lot of main events in the future. After a move like that, he's gonna need a chiropractor in his near future. Der Ref wird ausgenockt. Kann man so machen. Ich bin echt gespannt, gegen wen werden wir bei Arrival antreten. Das interessiert mich wirklich so. Und oh nee. Finn Balor macht uns fertig. Und schöner Konter. Oh, and a terrific reversal by Finn Balor. Look at this. There is absolutely no wasted motion in this attack. Komm, Konter. Nee. Schöner Suplex. Ja, genau, Finn Balor 52 auf einmal. Okay. So. Und great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. Und raus mit dir. So. Prügeln wir uns mal ein bisschen draußen. There's no quit in these guys, but unfortunately only one of them can be victorious here tonight. Gut. Wow, that was a wild strike. Und jetzt. Missing the target. Yeah, it looked like it was Body completely out of desperation. So. Zwar kann ich keinen Move ausführen, aber komm, in a relatively short amount of time, aus. Finn Balor has managed to pick up some very impressive so, victories. What you say, John? I agree, Michael. This kid has opened up a lot of eyes with his work in the so, ring. Aus. For me personally, though, it doesn't get much better than his victory over Neville so, at NXT Balor. Takeover Rival. So, also ich bin mal gespannt, ob das wirklich noch ein Titelmatch wird oder nicht. My God, his body's been through hell and his ribs have bore the brunt of the attack. And I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs, like, look at this hang time. Oh nee, kontert er noch gut. Well, those kind of acrobatics will keep the eyes of the WWE. Das war natürlich ein bisschen blöd gemacht von mir. Hätte ich besser machen müssen. Nein! Oh man, cutting off circulation to the brain. We could pass out from a hold like that. Oh, ich hab kurz Angst gehabt, ne? Weil eigentlich Tap-Out außerhalb des Rings ist ja scheißegal, das bringt ja nichts. So, bei den Ring rein. Und schön. So. Und schöner Move. He's not exactly popping up to his feet here. What? Does he have his eyes open?
Finn Balor. Oh my gosh, the face. Much more of that. Er zeigt einfach, was er drauf hat. Sees the opportunity to go high. Und okay. So kann man auch Leute ausschalten. Und jetzt geht das hinten durch. Und jetzt zeigen wir mal einen Move, was er auch gerne ausführt. Nee, den nicht, aber. Oh my gosh, they can't breathe. Oh man, look at his face. The pain. And there's the release. What's going to happen now? I'm scared to ask. Die Knie-Nummer gezeigt. It's devastating. This is hard to watch. This is going to be bad. Und. Ah, Schuss aus der Kontakt. Und Whippin? Ja. Oh, out of nowhere. So, und. Jetzt Whippin. Sehr schön. Yep, oh, there's the reversal by Finn Balor. Ja, Whippin. Gut getroffen. Schöner Botch. You know, Cole, he's got to be careful not to go to the well too many times. So. You do remember wells, don't you, Michael? Not really, but you are from Tennessee, so I get your reference. Und you still use them. Yeah, but I don't go there too many times. Und nochmal ein Senden. He gets going like this, schönes Zeichen. So. Boy, there's no way he's going to be able to stand after that. Dann haben wir die Welt auch super. Going for it all here. Und Zeit. He's out. Chokeslam. Uh-oh. Big move coming. Look at those eyes. We're looking at complete dominance. Wow, King. Wie soll ich denn das denn verhindern? See this. Talk about defying the odds. The roof's gonna blow off this place. Und what a reversal. Sehr gut. Oh, wait, wir haben es gekontert, ey. Naja, ist egal. Powerbomb mit seinem direkten Finisher. So. Und Tombstone Pile Driver. Direkt der Pin. Und jetzt. 1-2 Kick out. Hm, wer hat das wohl erwartet? Also ich bestimmt nicht. He's making a statement here with this attack. Ah, kein Drone. Okay. A nice shot by Finn Balor. Oh no! Massive damage done there. All these power moves tonight are making bigger and bigger impacts. We're looking at complete domination here. Geil. Geil gekontert. He wants to do und this in the ring. Suplex. And I don't blame das ist auch ein schöner Move. Bam. Boah, wir machen das echt gut. Wir machen das echt gut. Kontern alles, was Finn Balor macht. So muss es doch sein. These competitors trying to keep their wits und about them. Well, Cole, it's so important not to lose your cool in a match like this. Not to lose your focus. You make a mistake. Ja, stimmt. Your opponent is going to capitalize on it. GTS. Komm, zeig. Chokeslam. Ich habe ihn noch schnell gezeigt, bevor er als Finisher anerkannt wird. Und dann ja, habe ich das eigentlich nicht inoffiziell ausgenutzt. So, jetzt nochmal ein schöner Tombstone. Wo zwar auskicken wird. Versuchen wir es mal. Komm, Tombstone. Jetzt ein schöner Kickout. Komm, komm, komm. Komm, kriegst du raus. Damit wohl gerechnet. Hm. So. This match has been 100 miles per hour since the opening bell. German Suplex. And I don't see any slowing down in the future. This is a great matchup. I'm loving it. So. Look at this energy from Finn Balor. Look at these moves. Mm-hmm. This is awesome. I don't know how he does it. I've been in the business a long time and I haven't seen anyone with the energy and ability of Finn Balor. Oh, this isn't good. Na, jetzt zeigt er einen Dropkick. Oh, that's it. That's gotta be it. Finn Balor. Now that's a finishing move, people. Jawohl. Well, that missed him all right. Schön gekontert. Hey, did you look before firing? What an idiot. DDT direkt hinterher.
So. Ja, der ist tot. Der ist tot. Gut. So. Jawohl, schöner Bulldog hinterher. So. Das war ein Finisher, Mann. Really pushing his opponent to the limit here. Und wir zeigen einfach den Stunner. Oh man, that should do it. Hinterher und jetzt pinnen wir ihn und dann kickt er aus. And he gets to the ropes. Du Sack. Ja, ist doch scheißegal, auf zu meckern, ey. Was bringt das denn, ey? Jetzt zeigen einfach einen Doomstone und dann kann er ihn mal ausgehen. Oh, looking to make a statement here. Und Tombstone, Alter. Unvergessliche Momente. 34 Punkte. 1, 2, Revenge. Revenge. Wir haben Rache gezeigt. Er hat uns letzte Woche besiegt. Diese Woche besiegt ihn. So muss er doch sein. Wir sind NXT-Champion. Wir müssen in diese Form kommen. Und wir haben es geschafft. Großes Drama. Demon zeigt einfach, was er drauf hatte. Und wir gewinnen dieses Match. Geld gekriegt und alles. Damit können wir doch super leben. Hallo, Bad News Barrett. Hallo. Wink doch mal. Nett. Mann, ey, so unfreundliche Menschen hier. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Gegen wen tritt man? Tritt man tatsächlich gegen K.O. an? Da haben wir einen super Aufbau gehabt, auf jeden Fall. Einen super Aufbau. Und jetzt sagen manche, oh ja, hätte die Q-Sig nicht gemacht. Ja gut. Warum musste ich dann 3000 mal gehen? Lol. Das ist kein Titelmatch. What the heck? Nee, das ist kein Titelmatch. Was ist das? Nee, dafür brauche ich aber kein Demon zu machen. Nee, sorry, aber dafür mache ich kein Demon auf. Also. Das ist doch nicht mein Titelmatch. Was ist. Ey, das kann nicht daran liegen, dass ich Kevin Owens zweimal so einen Sieg geholt habe. Ich habe eine Fehde mit dem. Der ist Number One Contender. Der ist einfach Number One Contender. Und dann kann er so eine Zahl. Ey. Lol. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ein normales Match gegen Kevin Owens und ich muss meinen Titel nicht verteidigen. Ey. Lol, nee, dafür mache ich keinen Demon, sorry, aber ich mach doch nicht für so ein Match einen Demon. Also. Oh Gott, ey. Ey, das ist nicht euer Ernst, 2K. Sorry, aber was ist das denn? Das ist so ein Scheiß. Oder? Ist doch scheiße. Gott, ey, ich habe kein Titelmatch gegen ihn. Okay, dann werden wir ohne Titelverteidigung ins Main Roster gehen. Na gut, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao.